der internationalen Presse eingeführten Rubrik Die Gerüchteküche. Die könnt ihr auch nachlesen im Express, nur die Gerüchte, die wir haben, sind andere als da drin stehen. Also ihr seht, voller Informationsüberblick. Und jetzt habe ich das Vergnügen, auch eine neue Rubrik einzuführen, nämlich mit einer sehr attraktiven und nicht auf die Goschen gefallenen jungen Dame, nämlich mit der Nidl. Nidl, schön, dass du da bist. Grüß Gott, ich freue mich. Wunderbar. Nidl, du bist ja der Dr. Nidl im Express und beantwortest auch die heiklen Fragen von vielen Jugendlichen. Ja. Das wirst du auch bei uns in der Sendung in Zukunft mit einem Expertenteam gemeinsam machen. Genau. Das ist eine schöne Sache. Jetzt kommen wir zum ersten Mal. Das ist ja auch das Thema der Sendung. Und du hast dich ja schon im Vorfeld schlau gemacht und einige Zahlen und Fakten studiert. Und auf was bist du da gekommen? Also die Zahlen waren ziemlich verheerend. Mhm. Also die Mädchen gehen ja nicht x-beliebig mit irgendwelchen Männern ins Bett. Mhm. Das steht einmal fest, auch in Statistiken. Jede 20. erlebt ihr erstes Mal als One-Night-Stand. Und was glaubst du, was bei den Burschen ist? Jeder 6. Burli, die machen sich nicht so viele Gedanken. Mir scheint. Mir scheint, ja. Wie war das bei dir das erste Mal? Ha, lustig. Also also meine Mama hat mich vom Bus abgeholt an eine bestimmte Uhrzeit. Ich glaube, es war 12 Uhr. Und ich bin dann ein bisschen zu spät gekommen. Und ich glaube, die sieht mir das an. Also das war das danach vom ersten Mal. Das eigentliche erste Mal war jetzt nicht so verrückt. Nicht so aufregend. Muss es auch nicht sein, weil man hat ja auch noch im Leben genügend Zeit, aufregende Momente mit seinem Partner zu erleben. Also lasst euch Zeit und wenn es mal in die Hosen geht, ist auch nicht wirklich schlimm. Ne? Jetzt kommen wir wieder zu einer neuen Rubrik. Alles ist neu hier. Das erste Mal gibt es nämlich jetzt für euch die Express-Charts. Die sehen folgendermaßen aus. Ihr könnt euch bewerben unter www.atvplus.at. Dort gibt es ein Formular auszufüllen und nächste Woche könnt ihr schon mit dabei sein und eure Top 5, eure persönlichen Top 5 vorstellen und ein bisschen was dazu zu erzählen. Und wer das diese Woche